Herzlich willkommen zu CC2TV. So, jetzt muss ich erstmal lenken. Ein bisschen. Ja, ich bin letztens auf einem Campingplatz gewesen beim Bekannten, habe den besucht. Und der stand so zwischen, ganz eng zwischen zwei Bäumen. Ich habe gesagt, sag mal, wie machst du denn das? Ich habe immer Probleme damit, wenn ich so rangieren muss. Und da hat er mir gesagt, ja, komm mit, ich zeig dir was. Und da hat er mir etwas gezeigt. Und da habe ich gesagt, okay, schon nehme ich das mit, da muss ich mal spielen. So, ich muss erstmal lenken und denken und ist alles nicht so einfach, alles auf einmal. Ja, das ist ein kleines Roboterfahrzeug mit Raupen, über 2,4 GHz Fernbedienung gesteuert, welches 1,5 Tonnen schleppen kann. Es gibt es auch noch in zwei größeren Versionen, 2,5 und 3,5 Tonnen. Ja, und das ist ganz einfach. Da wird eine Halterung angebaut an die Deichsel oder auch nicht. Und im Grunde genommen kann man dann, braucht kein zusätzliches Gewicht für Mover, die ja fest angebaut werden, die Motoren, die ihre Rutschrollen da auf die Reifen legen. Und man braucht keine Stromversorgung extra, einen Akku eingebaut und so weiter. Aber was rede ich? Ich zeige Ihnen erstmal, wo das Ding ist und wie das aussieht. Und dann rangieren wir mal. Ich hoffe, ich schaffe das. Der Kollege hat es auf jeden Fall gut geschafft. So, wenn wir jetzt hier unten drunter gucken, die Geheimnisse, da ist dieses kleine Monster. Dem macht es also nichts aus, über Rasen oder Schotter oder sonst etwas zu fahren. So sieht er also aus. Die Halterung, man kann hier sehen, da ist ja, so eine Halteplatte, die wird drunter und verriegelt. Das muss man aber vorher anbauen an die Deichsel. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, wie schon gesagt, dass man da einen Kugelkopf draufsetzen kann und dann an die Anhängerkupplung gehen. Es ist sicherlich im Gelände nicht ideal, weil an der Spitze hier, da haben wir normalerweise eine Stützlast von ja, maximal 75 Kilo bei den meisten Fahrzeugen. Und das ist ein bisschen wenig, wenn man einen rutschigen Untergrund hat. Wenn man geraden, ebenen Untergrund hat, kein Problem. Deswegen sitze ich auch da drauf, damit ihr nicht durchdreht. Es reicht ja, wenn ich durchdrehe. So, ich verschwinde nach hinten und will mal versuchen, das Fahrzeug in die Einfahrt da hinein zu buxieren. So, und jetzt gucke ich mir das mal an. Da möchte ich rein. Jetzt sehen wir mal. Ja, ist natürlich ein tolles Gefühl, sowas wie ein Spielzeugauto. Und jetzt müsste ich... mal drehen. Muss man natürlich wieder in die verkehrte Richtung. Also, das sieht ja gut aus. Und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wie viel Kraft das normalerweise kostet, wenn man einen Wohnanhänger schiebt, wenn man ihn alleine schiebt, gut auf dem Campingplatz hat man in der Regel Hilfe von anderen Campern, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwo zu stehen, wo man keine Hilfe hat. So, ich guck mal hier hinten. Ja, hier ist alles gut, alles schön. Ja, so kann man auch ganz allein, ohne jede Hilfe, selbst mitten im Wald sein Fahrzeug positionieren. Mit einer Fernbedienung so einfach, als hätte man ein Spielzeugauto vor sich. Gut, kommen wir noch mal zurück zu dem Gerät an sich. So sieht es aus, das haben wir ja eben schon gesehen. Ich will es jetzt mal abkoppeln und dann schauen wir uns dann mal an, wie es aussieht, wenn es nicht unten drunter ist, sondern oben drauf. So, ich muss jetzt natürlich auch noch die Sicherung hier rausmachen. So. Und dann drehen wir das Gefährt.
Na endlich. Ja, so sieht der Kleine aus. Hat jetzt eine Menge Gras mitgenommen, aber das macht ihm nichts weiter. Er ist sehr stabil gebaut, kann auf der Stelle drehen. So, und jetzt wollen wir mal hier oben drauf stellen, damit wir noch ein bisschen besser sehen können. So, erstmal den Wildwuchs beseitigen. Ja, das ist er nun. Ist zwar teuer, aber ich habe gesehen, nicht ganz so teuer wie so ein Mover, wenn man die einbaut, je nach der Ausführung. Den gibt es so ab gut 1000 Euro. Man muss natürlich danach suchen. Es gibt auch in Deutschland Händler, die wollen dafür 1300, 1400, 1500 Euro haben. Suchen Sie mal nach Robot-Trolley, aber ich schreibe den Namen von dem Teil nochmal in die Beschreibung, in den Text hinein. Dann finden Sie das auch. Also hier oben, wo diese Platte ist, da kann man, wie gesagt, so einen Kugelkopf draufsetzen für die ganz normale Anhängerkupplung oder Anhängeeinrichtung, wie der Fachmann sagt. So, nur dass Sie mal einen Eindruck bekommen, wie stabil das Ding aufgebaut ist. Das gefällt mir nämlich immer bei solchen Sachen. Moment, wir müssen natürlich andersrum. Machen wir mal hier die Seitenverkleidung auf. Und es ist von Maschinenbauern gebaut, das sieht man auf Anhieb, sehr stabil. Und der sollte also wirklich einiges aushalten. Außerdem gibt es jede Menge Ersatzteile dafür. Den Akku kann man auch, das zeige ich jetzt nicht, auch erneuern. Aber da muss man ein paar Schrauben mehr lösen. Und dann kriegt man das auch vollkommen problemlos getauscht, das Batteriepaket. Ja, da muss man noch was sagen. In der Anleitung steht 5000 Amperestunden, soll für 30 Minuten Betrieb reichen. Bei dem sind 6600 Amperestunden drin. Rein rechnerisch sind das knapp bis auf ein paar Sekunden, dann 40 Minuten. So, wenn wir jetzt mal hier reinschauen, das ist also alles massiv Mords Antriebsräder für die Zahnriemen. Das ist ein massives Metallchassis. Da auch, das ist durchgängig bis zur anderen Seite. Da ist die Aufnahme hier, Stützlast hier. 300 Kilo, deswegen durfte ich auch mitfahren, musste vorher nicht in den Hungerturm. Und der Hersteller sagt sogar, wenn du irgendwo einen rutschigen Untergrund hast, wo der keinen Halt hat, dann stell dich auf die Deichsel und dann geht es. Gut, so sieht er also aus. Und im Grunde genommen ist es ein sehr mobiles Gerät, denn wenn ich irgendwo auf einem ebenen Platz stehe, wo ich keine Rangierprobleme habe oder sowas, dann brauche ich ihn gar nicht mitnehmen. Mein Mover, der fest angebaut wird, der ist immer dabei. Der vermindert tatsächlich die Traglast, das, was ich mitnehmen kann, die Nutzlast von meinem Fahrzeug und teilweise auch das Fahrverhalten. Es gibt ja ganz schön schwere Apparate. Das Ding hier ist vollkommen autark, mit einer Fernbedienung. Muss ich noch einen dazu erzählen. Also der Kritikpunkt hier an diesem Teil, irgendwas ist verkehrt. Entweder ist vorwärts, rückwärts vertauscht oder links und rechts. Wenn ich auf den Kopf stelle, andersrum. Als ich ihn das erste Mal in Betrieb genommen habe, hatte ich den Eindruck, das sei in Ordnung. Und dann irgendwann später, nach dem ersten Aufladen, war es plötzlich vertauscht. Oder ich habe es einfach nur mitgekriegt, weil ich zu viel Spaß hatte. Gut, das ist also der Robot-Mover. Jetzt werde ich mal sehen, ich schraube das wieder an, das brauchen Sie sich nicht ansehen, ist eh langweilig. Zeige ich noch, dass wir ihn einladen können, Klappe zu. Und dann sind wir vollkommen mobil, vollkommen frei. Die Tragkraft hatte ich schon gesagt, der kann also 1,5 Tonnen schleppen und es gibt, der heißt RV1500 oder RV15 oder 1500, manche nennen das auch DV, die Händler sind unterschiedlich, aber das Bild, das ist Wiedererkennung, überhaupt kein Problem. Er hat zwei Gleichstrommotoren
Und das nächstgrößere Modell, das kann 2500 Tonnen schleppen, hat genauso viel Stützlast, 300 Kilo. Und das hat vier Motoren. Und dann gibt es noch ein noch größeres Modell, der kann dann 3500 Kilo schleppen und kostet dann natürlich auch 3500 Euro oder sowas. Und das andere, 20 Kilo ist schon ein Gewicht, der nächstgrößere 35 Kilo. Also den alleine zu schleppen, ist schon eine kleine Herausforderung. Da muss man vorher mit Bierkästen üben. Ich baue das Ding zusammen und dann zeige ich Ihnen, wie er in die Garage fährt. Jetzt haben wir sein Schlafzimmer schon geöffnet. Da steht normalerweise das Seniorenmobil drin. Aber für ihn ist immer noch Platz da, kein Problem. Und die Steigung macht ihm nichts. Übrigens, eine solche Steigung irgendwo auf einer Straße macht ihm auch nichts. Die schafft er ganz locker, da zieht er den Hänger hoch und lacht darüber. So, das war's jetzt schon. Jetzt wird er noch festgeschnallt, damit er nicht wegläuft. Und dann geht's los auf den nächsten schönen freien Parkplatz, wo man mal einen Ausflug machen kann und mal, was weiß ich, alles Mögliche. Das Wetter lädt ja im Grunde genommen dazu ein. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, die wichtigsten Daten. 2,4 GHz, arbeitet störungsfrei, Reichweite habe ich nicht ausprobiert, aber man läuft ja sowieso nicht 100 Meter weg, wenn man seinen Anhänger irgendwo einparkt. Und da sind zwei Zellen drin, zwei AA-Zellen drin, die kann man selbst erneuern, muss man aufschrauben. Hier ist ein Akku drin mit 6600 Amperestunden, bei mir 14,8 Volt. Er kann auf der Stelle drehen, es ist also auch überhaupt kein Problem, da drin zu rangieren. Aber man kann genauso gut natürlich auch wieder rückwärts rausfahren. Er kann ja, so, pass auf, wenn ich ihn jetzt... So, und wenn man irgendwo im Urlaub ist und Langeweile hat, ja, da kann man tausend andere Sachen machen. Da kann man dann eine Platte draufsetzen, Bierkisten damit transportieren, zum Nachbar fahren und was weiß ich was. Also ein universelles Gerät, was nicht nur fest angebaut wird, sondern ganz beliebig im Grunde genommen verwendet werden kann für unterschiedliche Fahrzeuge, da die Halterungen hier einzeln zu kaufen sind. So, jetzt fahren wir wieder raus. Nee, wir fahren wieder rein. Langsam wird es nämlich kalt. Wir haben Mitte März und der erste schöne Tag wieder. Da haben wir gedacht, jetzt fahren wir mal raus und zeigen mal Robot-Trolley. So heißt der, dieser trollige kleine Kerl. So, jetzt bleibt da. Machen wir gleich die Klappe zu und dann kannst du wieder ausruhen. Das soll es für heute gewesen sein. Mal so ein kleiner Ausflug in den Bereich von Camping und Wohnanhänger und sowas. Sachen, die man da braucht. Mir war er nicht bekannt und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben ihn auch nicht gekannt. Nur mein Bekannter. Gelobt seien die Bekannten. So, trotz meiner Gehörschutzmütze werden mir jetzt die Ohren kalt. Ich verschwinde bis zum nächsten Mal und bedanke mich bei allen Spendern, die geholfen haben, dass wir weiter produzieren können. Und freue mich darauf, wenn Sie einfach mal in den Shop hineinschauen, was es da noch für Sachen gibt. Ob es diese Mützen gibt, hier mit den Ohren, um die Klappe zuzumachen, damit man den ganzen Müll auf der Welt nicht hört, weiß ich nicht. Aber schauen Sie mal, irgendwas findet man ganz bestimmt. Und den Osterbitti, den gibt es natürlich auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bit übrig behalten. Oder ein Bitti oder ein Trolley. Nee, den muss ich hier wieder abgeben. Und tschüss.